Wer weiss, wer der Oberst ist. Wer weiss, wer die Erde geschaffen hat. Wer weiss, wer der Schöpfer von allem Leben ist. Sprich auch von jedem Mensch. Wer sich das bewusst ist und dem Schöpfer vertraut, in jeder Not, in jeder Situation, in jedem Leid, der steht wieder auf. Nicht nach nur 7 Stürzen, sondern nach jedem Sturz. Vielleicht mögt ihr euch daran erinnern, letzten Sonntag haben wir davon gehabt, dass ein kleiner, munziger, herziger Streit einen riesigen, gigantischen Staudamm kann zum Einreissen bringen oder zum Rausfluten bringen, das Wort Macht haben und das Wort wie ein Bumerang rausgehen und zurückkommen mit einer Wirkung, entweder positiv oder negativ, aber selten neutral. Heute finden wir heraus, wie stark wir sind. Auch zu dem sagen die Sprüche etwas, und zwar Sprüche 24, Vers 10. Ob du stark bist, zeigt sich erst in Not. Ein Satz, der ein ganzes Buch sagt eigentlich. Ein kleiner Satz. Ja, was gibt es für Nöte, die in unser Leben kommen können? Alles, was uns überfordert, ist eine Not. Alles, was uns stresst, alles, was uns fehlt. Nöte tun uns so in eine Ecke drängen, tun uns wie eingespliessen und wir können nicht mehr hinten sein, nicht mehr vorne sein. Wir haben keine Lösung für das Problem. Wir haben Angst. Und wir wissen nicht, wie wir rauskommen. Sie tun ein Gefühl von Überforderung und Hilflosigkeit auslösen. Ungerechtigkeit, Zeitmangel, Druck, Stress, Geldmangel, Mangel generell. Ein Partner, der uns fehlt, wir hätten gerne einen und haben keinen. Vielleicht wollen wir ein Haus, eine Wohnung, Kinder, einen Job. Ich könnte auch den ganzen Morgen Sachen aufzählen. Irgendetwas würde bei jedem einfach zutreffen. Gesundheit, die uns fehlt. Schicksalsschläge, die passiert sind. So viele Sachen können nicht in unserem Leben generieren. Nöte haben auch Ansicht, dass sie uns aus dem gewohnten Rhythmus herausbringen. So aus dem Trott, wo wir drinnen waren und alles ist anders als vorher, wenn die Not zuschlägt. Und der Schreiber hier von diesem Vers sagt, dass genau die unangenehmen, unerwünschten, unbestellten Nöte zeigen, wo unser Charakter steht. Wo unser Glauben ist, was in uns innen ist, vorbringen. Also, die Nöte können wie ein Fitnesscenter sein von Gott, wo uns stärken, wo Muskelaufbau passiert, bei unserem Charakter und bei unserem Glauben. Ganz ehrlich, ich hätte so gerne aufgezählt, dass ich so die Frau bin, die so easy bleibt, wenn irgendwelche Nöte in mein Leben reinkommen. Und ein bisschen beten, ein bisschen ruhig, immer vertrauen, die Bibel vornehmen, ein Vers lesen und alles ist wieder gut. Und ich weiss, wo Gott hockt, ich weiss, er hat es im Griff. Und das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ich bin noch die, die auch am dümmsten tut, am meisten hypert, je nachdem sogar flucht. Das ist mir auch durch den Kopf. Ich denke, ja, manchmal wird ja ein bisschen jähzornig, wenn Sachen einfach nicht gehen, wie ich es will. Und dann habe ich aber weiter studiert und dann sind mir Leute in den Sinn gekommen, die Vorbilder sind, Leute, die ein Mann ist mir in den Sinn gekommen, der seine Frau verloren hat, der mit 35 an einem Hirntumor gestorben ist. Und ich habe dann zu ihm gesagt, vor der Abdankung, wie kannst du immer noch an einen guten Gott glauben? Und er hat dann zu mir gesagt, ich bin Christ. Ich glaube daran, dass Gott mehr weiss als ich. Und ich habe Leute gelernt kennen, die eine Diagnose in ihrem Leben bekommen haben. Eine Krankheit, die gar nicht heilbar ist, die zu mir gesagt haben. Weisst du, Andle, noch vor einem Jahr hatte ich so Mühe damit. Aber jetzt
glaube daran, dass das Leben auf dieser Erde hier nicht alles ist. Es geht um so viel mehr und ich lebe für das, was näher kommt. Und ich nehme Gott mit zu streichen. Ich habe auch miterlebt, wie jemand sein Haus verloren hat, sein Zuhause verloren hat, weil es abgebrannt ist. Und am Sonntag darauf hier auf dieser Bühne gestanden ist und Gott angebetet hat. Weil der Glaube nicht einfach zusammengeht, wenn eine Not kommt, sondern greift. Und man sich daran erinnert, wer ist mein Gott? Wer ist der, der stark ist? Wer ist der, der einen Plan für meine Zukunft hat? Wer führt mich durch das Tal durch? Wer geht mit mir durch die Krise? Wer lässt mich nicht im Stich? Und das ist das, was greift, wenn Nöte kommen. Manchmal passiert das Gegenteil. Wenn der Glaube nicht da ist, dann kommt Verzweiflung. Und dann wird Gott zum Sündenbock. Dann schauen wir auf und sagen, warum lass du das Leid zu? Warum? Ich vertraue dir nicht mehr. Ich will dir nicht mehr nachfolgen. Und dann kommt die Einsamkeit. Weil dann hat man nichts mehr, wo man hergehen kann. Und ich durfte sehen, wie das Gegenteil passiert ist bei denen, die sich an Gott festgehalten haben, die gesagt haben, in dieser Not, in Gott, bist du mein Fels. Du bist meine Burg. Du bist der, der mich durchführt. Und ich hebe mich an dir, auch wenn ich es nicht verstehe und sich die Not nicht im geringsten gut anfühlt. Und ich werde euch noch einen weiteren Vers geben, der ist im 24. Kapitel, im Vers 16. Der Gottesfürchtig kann siebenmal fallen und wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Was für eine Verheißung! Und wisst ihr, mit siebenmal, da müsst ihr nicht Angst haben, wenn die sieben schon erfüllt sind, wenn du das Gefühl hast, Scheibe. Ich bin definitiv schon das siebte Mal auch umgekehrt. Die Zahl sieben hat hier Bedeutung, das ist Vollkommenheit. Das heisst, jeder Sturz ist vor Gott durch. Er weiss genau, wie manche Sturz. Und nicht einer zu viel wird kommen, nicht tiefer als in Gottes Hang, können wir fallen. Und das steht über dem Vers. Wer Gott nicht fürchtet im Sinn von Angst, sondern wer weiss, wer der Höchste ist, wer weiss, wer der Oberste ist, wer weiss, wer die Erde geschaffen hat, wer weiss, wer der Schöpfer von allem Leben ist, sprich auch von jedem Mensch, wer sich das bewusst ist und dem Schöpfer vertraut, in jeder Not, in jeder Situation, in jedem Leid, der steht wieder auf. Nicht nach nur sieben Stürzen, sondern nach jedem Sturz. Und für mich ist das einfach nur verheißungsvoll, es ist eine Zusage. Mich hat es so beruhigt, als ich das mit dem siebenmal umgehen gelesen habe. Ich dachte, das merke ich mir, Gott. Das merke ich mir, wenn ich wieder mal umgehe. Ich weiss, mit deiner Hilfe kann ich wieder aufstehen. Du tust einen Ausweg schaffen. Und gerne tue ich heute Morgen für das beten. Für uns alle, steht doch mit mir auf, dass Gott uns immer und immer wieder aufhilft, wenn wir gestürzt sind. Vater im Himmel, es gibt nicht einen Sturz, nicht eine Not, die von dir ungesehen ist, die du nicht wahrnimmst, die du ignorierst, nicht eine einzige. Jedes Leid, jede Überforderung, alles, was uns den Boden unter den Füßen wegschreist, du hast es gesehen. Du weisst es. Du siehst uns, du leidest mit uns, aber das ist noch nicht genug. Du gehst mit uns durch. Du nimmst uns an Hang oder wir nehmen dich an Hang und gehen mit dir durch das Tal, bis einfach die grüne Wiese kommt, bis der Ort kommt, wo wir wieder die Sonne sehen, wo wir merken, ah, gut, du bist mit mir durch, Gott, und jetzt bin ich stärker. Es war wie eine Fitnesslektion, ein Fitnesscenter von dir höchstpersönlich, wo unser Charakter ist geformt worden, wo unser Glaube ist gestärkt worden und wo wir raus sind mit Wurzeln, die wir tief in Boden gelassen haben. Und Vater im Himmel, ich möchte über uns allen aussprechen, dass wir von dir eine übernatürliche Stärke bekommen. Dass wir Fitness bekommen, wo unser Charakter kann trainieren, wo wir nicht verzweifeln, wenn etwas nicht läuft, wir wollen, sondern dass wir aufschauen und sagen, diese Not, Gott,
macht mich stärker. Das verheissest du in der Bibel. Und ich bin umgekehrt, aber du hilfst mir wieder auf. Und dann deine Hand nehmen und weitergehen. Ich spreche über uns allen, dein Segen aus, dein Schutz aus und deine übernatürliche Stärke, ein übernatürliches Vertrauen und einen übernatürlichen Glauben in einen allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen und 100% guten Gott. Amen.